alles schnell, fair. Almendinger, Ihr Spezialist für CNC-Maschinen. Liebe Frischauf-Fans, liebe Handball-Fans, herzlich willkommen zum Almendinger Handball-Magazin. Frisch auf den Punkt heute mit Josip Sarac und da freue ich mich ganz besonders. Neuzugang bei Frischauf. Josip, wir haben schon ein paar Mal gesprochen, oben bei der Spieltagsshow, auch mal kurz ein Interview für das Magazin gedreht. Jetzt wollen wir dich ein bisschen genauer kennenlernen. Weißt du, wem du das zu verdanken hast? Weißt du, wer dich nominiert hat für diese Sendung? Ja, Basti nominiert. Genau, er hat gesagt, mein Kollege auf der Position, den wollen wir ein bisschen näher kennenlernen. Ist okay, oder? Wir machen das ganz locker heute. Machen wir einen Mix aus Deutsch-Englisch? Können wir das so probieren? Ich kann etwas sagen in Deutsch und Mix in Englisch. Aber... Du sprichst gut Deutsch, oder? Keine Ahnung. Verstehen ist schon richtig gut, oder? Da hast du gar keine Probleme. Ich kann sagen etwas, aber nicht so viel. Ich muss lernen jeden Tag, aber für jetzt, ich denke, it's okay. Genau, und du lernst jeden Tag dazu, du bist ein Fleißiger, auch in Sachen Training, das haben wir ja auch kennengelernt, leider, denn du bist verletzt nach Köpingen gekommen. Am Ende in Tscheche hast du dich in der Champions League am Knie schwer verletzt und das ist dann schon schwierig, oder? Wenn man in ein anderes Land, in eine andere Liga wechselt und dann zu Beginn verletzt ist? Ja, es ist schwierig. Ich bin im Juli mit schwerer Knieverletzung gekommen und es ist schwierig, wenn du musst Wechselliga, alles, Mannschaft, Liga, alles und mit Verletzung und aber jetzt ist okay. Alle Jungs von Mannschaft helfen mir zu viel und ja. Genau, es funktioniert auch richtig gut und jetzt bist du auch wieder zurück auf dem Feld, das ist immer das Wichtigste, fühlt man sich natürlich auch gleich viel wohler. Wie war es denn jetzt, als du gewusst hast, 2022 zu Beginn, du bist jetzt ganz nah dran, dann kamen die ersten Spiele auch schon mal mit nach Magdeburg gefahren und dann hier gegen Leipzig dieses Spiel und gleich auch schon viel Einsatzzeit natürlich auch in der Abwehr. Ja, gegen Leipzig war mein erstes Spiel hier in Göppingen. Es war unglaublich, Stimmung war super auch und wir haben gewonnen dieses Spiel gegen Leipzig mit einem Tor. So, es war unglaublich für mich und auch erste Tor für mich und ich war glücklich. Genau, und es war auch noch ein ganz wichtiges Tor, da war es ganz eng hinten raus. Du hast dann den Ausgleich, da war der zurückgelegen zum 27-27 erzielt, hinten mit einem Tor dann gewonnen. Das sind so diese Siege, gerade hier in der Hölle Süd mit der Stimmung drumherum. Ich glaube, wegen dem wechselt man dann auch in die Bundesliga, oder? Ja, in Bundesliga, in alle Halle ist Stimmung ist super, aber hier in Göppingen, ein Club mit zu viel Tradition und zu viel lieben Fans und es war voll Arena und keine Ahnung, Stimmung war unglaublich. Genau, wir sagen Gänsehaut. Kennst du das, den Begriff Gänsehaut? Wenn es so kribbelt, ja, für dich war das. Das war so ein Moment, oder? Ja, natürlich. Genau, sehr gut. Was sagst du insgesamt zu eurer bisherigen Saison? Wie gesagt, am Anfang konntest du nicht so viel helfen. Jetzt seid ihr gerade Sechster. Da vorne ist alles ganz eng zusammen und ihr habt auch noch von den Minuspunkten von den Teams, die auf Platz 5 wollen, die wenigsten. Es ist eigentlich mit vielen Verletzungen, mit Corona-bedingt muss man auch manchmal ein bisschen improvisieren. Ist es ein gutes Ergebnis, oder? Ja, ich denke, es ist gut. Wir hatten ein kleine Probleme. Jeden Spiel, wir hatten einen verletzten Spieler. Aber jetzt sind gesund. So, ich denke, wir haben kämpfen für diesen Platz für Europa. So, ich denke, nur ein Punkte, aber wir haben ein Spiel weniger, denn anderes
Mannschaften und ich denke, sechster Platz ist gut, aber es wird eine schwierige Kämpfe, aber am Ende, ich hoffe, mit Happy End. Genau, da drücken wir euch die Daumen, dass es zum Happy End kommt. Bevor wir über das Derby sprechen, wir zwei nicht mehr. Da spreche ich gleich mit Christian Schöne. Wir schauen jetzt insgesamt auf die aktuelle sportliche Situation mit ihm. Aber über Meldungen möchte ich gleich noch mit dir sprechen. Jetzt gibt es kurz einen Beitrag. Christian Schöne wollen wir jetzt hören, genau wie er die aktuelle Situation einschätzt. Und er blickt auch schon mal voraus auf die beiden kommenden Heimspiele gegen Hannover und gegen Minden. Und dann sprechen wir zwei weiter. Die Wiedergutmachung nach der 27:28 Derby-Niederlage im letzten Heimspiel gegen Balingen ist Sechsfach-Torschütze Marcel Schiller und seinen Kollegen in Melsungen gelungen. Nervenstark dreht das Frischhoff-Team beim direkten Konkurrenten im Kampf um die internationalen Plätze einen 5-Tore-Rückstand in der Schlussviertelstunde in einen wichtigen 26:24 Auswärtserfolg. Wenn man sieht, wie eng die Tabelle ist, war Melsungen für uns ja fast schon ein Endspiel. Dementsprechend sind wir dort auch hingefahren und hatten aber kein einfaches Spiel, ja, mit -5, 15 Minuten vor Schluss das dann noch zu drehen. Aber das war schon so, dass wir uns auch gesagt haben, nach der Derby-Niederlage, wenn wir um Platz 5 und 6 ernsthaft mitreden wollen, dann brauchen wir 2 Punkte in Melsungen. Und vom Spielverlauf her war es dann vielleicht nicht unbedingt noch zu erwarten, dass wir nach -5 das Ding drehen. Aber die Jungs haben eine super Moral bewiesen, haben an sich geglaubt und ein bisschen war so ein Abbild vom Balingen-Spiel nur umgedreht. Ich glaube, dass Melsungen plötzlich ins Überlegen gekommen ist, völlig den Flow verloren hat und wir dann immer mehr Selbstvertrauen bekommen haben und dementsprechend 2 mega wichtige Punkte, gerade jetzt vor dem Programm, was wir eben noch haben. Und dieses Programm beinhaltet für Frischhoff zunächst ein Heimspiel-Doppelpack gegen 2 Teams aus dem unteren Tabellendrittel. Am Sonntagabend treffen Kapitän Tim Knolle und Co. in der EBS Arena ab 19.30 Uhr auf den Tabellen 14. Hannover. Und nur 4 Tage später, am Donnerstagabend, macht mit GWD Minden der Tabellenvorletzte in der Hölle Südstation. Man darf da nicht so sehr auf die Tabelle gucken, wenn man sich auf den Gegner vorbereitet, egal ob Hannover oder Minden. Man hat es jetzt bei Minden auch gegen Kiel gesehen, bis in die Schlussphase offen, 3-4 Minuten vor Schluss, nur 1 Tor Vorsprung für den THW Kiel, am Ende dann mit 3. Das heißt, auch da war für Minden ein Punktgewinn drin. Und gerade in der Saisonschlussphase, und das ist immer so, wenn die Mannschaften mit dem Rücken zur Wand stehen, dann sind da teilweise oft sehr überraschende Leistungen dann dabei. Und wie gesagt, ich tue mich immer ein bisschen schwer mit diesem Thema Favoritenrolle. Man hat es jetzt, hat gesehen, wozu Hannover imstande ist beim letzten Auswärtsspiel in Berlin, wo sie ein wirklich richtig gutes Spiel gemacht haben, auch einen Punkt mitgenommen haben. Natürlich von der Tabellenkonstellation her kann man sagen, wir sind Favorit, aber Hannover ist eine ganz, ganz gefährliche Mannschaft. Hat einen guten Kader, ist immer in der Lage, eine wirklich sehr gute Leistung zu bringen, auch einen Großen mal zu ärgern. Dementsprechend bereiten wir uns da schon auf ein enges Spiel auch wieder vor. Haben im Hinspiel eine sehr gute, auch konstante Leistung gebracht. Ab der 20. Minute, die ersten 20 Minuten, die waren mehr oder weniger unterirdisch, wo wir schon mit, ich weiß nicht, 7 oder 8 Toren zurücklagen. Haben es dann noch gedreht bekommen und eine wirklich gute Leistung dann hinten rausgebracht. Und das sollte auch wieder der Maßstab sein. Wir sind zu Hause. Ich habe die Tabellenkonstellation angesprochen. Da brauchen wir jeden Punkt, um, ja, wenn möglich, vielleicht sogar eben auch nach den 2 Heimspielen auf Platz 5 zu springen. Soweit also der Blick auf die aktuelle sportliche Situation mit Christian Schöne, mit dem sportlichen Leiter. Einordnung ähnlich wie du, sieh das. Da vorne ist es ganz eng. Das wird bis zum Schluss eng bleiben. Und er hat gerade gesagt, eigentlich war Melsungen schon wie ein Endspiel für euch. Ihr musstet dort unbedingt gewinnen. Direkter Konkurrent, da muss man die Punkte mitnehmen. Und das war ein Wahnsinn mit der Aufholjagd. Ja, das war sehr wichtige 2 Punkte für uns. Ja, und dieses Spiel, wir hatten so erste 40 Minuten, aber letzte 20 Minuten war unglaublich. Abwehr war on top level und am Ende plus 2 Tore für uns. Und wir sind zufrieden, sehr wichtige 2 Punkte für uns. Genau, und er hat auch gesagt, ihr habt jetzt ein bisschen arbeiten können in der Länderspielphase, wieder jeder so ein bisschen auch für sich arbeiten können, weil jetzt kommen 2 Spiele.
in denen man eigentlich sagt, Göppingen ist Favorit. Da kommen zwei Teams, die eher weiter unten stehen mit Hannover und Minden. Man muss aber vorsichtig sein. Dieses Jahr hat die Liga gezeigt, da gibt es unglaubliche Ergebnisse. Also gerade jetzt zuletzt Minden in Fahrt gekommen und Hannover hat auch schon richtig gute Ergebnisse dieses Jahr gehabt. Ja, jedes nächste Spiel ist wichtiger für uns, weil wir für Europaplatz kämpfen. Aber ja, nächste ist Hannover. Heimspiel, wir sind Favorit on Papier, aber das ist nicht, wir müssen kämpfen 60 Minuten und ich glaube, am Ende 2 Punkte bleibt in Göppingen. Jetzt muss ich nochmal auf dich persönlich zu sprechen kommen, weil du möchtest deinen Teil wieder dazu beitragen. Wie sehr hat es dich überrascht, wie weit du schon warst, direkt nachdem du zurückgekommen bist? Du bist direkt ins kalte Wasser geworfen worden und vor allem in der Abwehr. Am Anfang musst du da improvisieren, mal mit Basti, mal mit Jakob zusammen. Ihr wart eine Bank und da warst du ein richtig starker Part davon. Ja, erste Spiel, ich war in Abwehr mit Basti, weil Jakob hatte Corona. Ja. Und es war gut mit Basti und auch nächstes Spiel gegen Erlangen. Ich habe mit Jakob in Abwehr gespielt, aber ja, es ist ein anderes System. Dann ich habe in Celje gespielt, in Nationalmannschaft auch, aber ich Es funktioniert für jetzt, so ich glaube, nächstes Spiel auch. Genau, da freuen wir uns auch drauf, dass da noch mehr kommt. Und vor allem, was ich jetzt auch mal sagen muss, ich habe noch mal auf deine Quote geguckt. Du hast schon 5 Treffer erzielt und bislang gibt es nur einen Sarraz-Fehlwurf. Ja. Gute Quote, oder? Ja, gute Quote für jetzt, aber ich muss mehr werfen. Ja, genau. Du hast noch nicht so viele Würfe, wie du haben willst, aber es ist trotzdem wichtig für den Start, für dich, dass du gut reinkommst, auch vom Gefühl her, oder? Ja, natürlich. Genau, sehr gut. Also jetzt machen wir kurze Werbepause, wir haben aber allerdings noch eine Gewinnspielfrage. Zu dir muss ich kurz spickeln, was wir da dieses Mal haben. Ach ja, genau, wenn Sie gut aufgepasst haben, haben Sie es vielleicht mitbekommen, obwohl, nee, den Club haben wir nicht ganz ausgesprochen, ist was für Handball. Zuschauer bzw. auch die, die sich im Fußball auskennen, haben da einen kleinen Vorteil. Gegen wen hast du dein erstes Tor geschossen in der Handball-Bundesliga, in der Liquimoli Handball-Bundesliga? War das A, RB Leipzig oder B, der SC DHFK Leipzig? Genau so heißt er. Also schreiben Sie uns einfach die Antwort. Unten ist alles nochmal eingeblendet, wo Sie hinschicken müssen. Und dann können Sie Tickets gewinnen, und zwar für das Heimspiel gegen Minden. Wir verlosen 3x2 Tickets für das Heimspiel gegen GWD Minden. Soweit also der erste Teil. Vielen Dank. Jetzt wollen wir mit dir gleich noch ein bisschen über dich persönlich sprechen, wie es dir gefällt in Göppingen, und dann haben wir auch noch die eine oder andere Fanfrage. Okay? Werbung. Wir von Almendinger bieten herstellerunabhängigen Vor-Ort-Service für CNC-Maschinen. Mit mehr als 20 hochqualifizierten Servicetechnikern sind wir in der gesamten Region für Sie unterwegs. Kompetente Vorab-Analysen und hohe Ersatzteilverfügbarkeiten garantieren einen schnellen Service für unsere Kunden. Durch Fehleranalyse vor Ort mit modernsten Prüf- und Messmitteln gewährleisten wir einen effizienten Service für Ihre CNC-Maschinen. Kompetent und schnell vor Ort. Almendinger Elektromechanik in Bad Überkingen. Sind mehr. Mehr als ein Kostenerstatter. Seit über 90 Jahren ist die DKV einer der führenden privaten Krankenversicherer in Deutschland. Mit über 4,3 Millionen Versicherten sind wir der private Krankenversicherer, dem die meisten Kunden in Deutschland vertrauen.
mit ausgezeichneten Ratings. Mit einem Top-Experten-Netzwerk bieten wir mehr Leistungen wie Gesundheits- und Aktivprogramme, Begleitung, Coaching und einem Gesundheitstelefon. Unsere App und digitalen Angebote machen uns bereit für die Zukunft. Aber vor allem sind wir mit persönlicher Betreuung da, wenn es darauf ankommt. Unsere Privatversicherten haben Anspruch auf individuelle Fürsorge durch medizinisch qualifizierte Mitarbeiter, ohne Warteschleifen und Hotlines. Wir sind mehr. Mehr als ein Kostenerstatter. DKV. Sprechen Sie mich an, wenn Sie mehr über die private Krankenversicherung erfahren möchten. Ich freue mich auf Sie. So, da sind wir also schon wieder zurück zum zweiten Teil vom Almendinger Handballmagazin. Frisch auf den Punkt heute mit Josip. Jetzt geht es um dich ein bisschen privat. Wir haben gerade so in der Pause kurz geplaudert, habe ich schon mal nachgehakt. Am Anfang bist du alleine gekommen, verletzt, da will man viel arbeiten. Du hast eine Freundin, die ist derzeit nicht da, da ist aber einiges geplant. Erklär uns mal kurz auf, wie ist da die Lage und war sie schon mal hier, war sie schon mal in Göppingen? Sie studiert jetzt in Herzegowina, aber sie wird nächste Jahre kommen. Sie war einmal hier in Göppingen. Es ist gut für sich, aber nächste Jahre sie wird kommen. Sehr gut, da freust du dich natürlich auch. Man will natürlich dann auch jemanden an der Seite haben. Wie gefällt es dir in Göppingen? Wie bist du aufgenommen worden von der Mannschaft? Fangen wir mal so an. Die Jungs sind ja alles coole Burschen. Dann hast du mit Kreschow ja auch jemanden an der Seite, glaube ich, der einen auch verbal gut betreuen kann, der auch ganz gut ja, auch von der Sprache her dir helfen kann. Ja, Jungs von Mannschaft helfen mir a lot. Jurg, Kreschow, Seele. In erster Zeit ich hatte Knieverletzung und natürlich ich muss alles für Wohnung finden und ein Trio von Balkan helfen mir erlaubt, aber natürlich auch anderes von Mannschaft. Woher sprichst du eigentlich so gut Deutsch? Hast du das in der Schule gehabt? Nein, es ist das erste Mal, dass ich spreche und Deutsch. Ja, ich weiß, es ist noch so gut, aber ich weiß etwas. Ich kann etwas sagen jeden Tag. I'm listening in Kabine und jeden Tag neues Wort und auch wenn ich komme hier, es ist auch das erste Mal Englisch sprechen und ich muss lernen Englisch und auch Deutsch und es ist so viel, aber für jetzt es ist gut. Es war schwierig, auch ich war erste halbe Saison alleine, nur mit Physio oder Coach und es ist schwieriger dann jetzt. Jetzt ich habe Chance to listening every day, jeden Tag in Kabine und jeden Tag ist besser. Genau, weil du gerade schon Physio angesprochen hast, da machen wir gleich unseren zweiten Beitrag, denn diesmal wollen wir ein Physio ein bisschen mal über die Schulter schauen, Sebastian Debel, und zwar auch in der Behandlung mit dir. Du hast es gerade angesprochen, der ist ganz wichtig für euch Jungs, zum einen, weil er außerhalb mit euch arbeitet, natürlich, weil ihr nicht auf dem Feld sein könnt, der trainiert viel mit euch, aber ich glaube, so jemand ist auch wichtig für den Kopf, oder nicht, wenn man jemanden hat, mit dem man sich in einer schwierigen Phase bei einer Verletzung austauschen kann. Ja, es ist wichtig für Kopf und Ärzte, weil ich muss jeden Moment to learn again and everything und alles. Und es ist wichtig, that you have someone who will help. Genau, du musst alles wieder neu erlernen quasi, von Anfang an. Genau. Also schauen wir kurz rein und hören rein, was der Sebastian auch über dich sagt, ob du ein fleißiger Reha-Nutzer warst. Also wie gesagt, jetzt Sebastian Debel und dann sind wir zurück zum letzten Teil, da kommen auch noch ein paar Fanfragen.
Er ist im wahrsten Sinne des Wortes der Mann der ersten Stunde, Sebastian Däbel. Von den Spielern fast schon liebevoll Daddel genannt, kümmert sich Sebastian seit September 2017 als erster festangestellter Physiotherapeut im Trainings- und Spielbetrieb in Vollzeit um die körperlichen Belange der Frischauf-Profis. Und ganz nebenbei spielt der gebürtige Bayer bei Verletzungen natürlich auch ein wenig Seelendoktor. In meinem Beruf und wie in vielen anderen Berufen geht es um Vertrauen. Es geht darum, dass die Leute gehört werden, dass man auf die Bedürfnisse ein Stück weit auch logischerweise eingeht und sie einfach ernst nimmt. Also Vertrauen und solche Geschichten sind eben einfach die Basis meiner Arbeit. Und das ist so mein Style, in dem ich da arbeite oder so, habe ich meinen Weg gefunden, mit den Jungs gut zu arbeiten. Und ich denke, es ist auch sehr, sehr wichtig, an ihnen nah dran zu sein und ihnen auch mal eine Schulter zu sein, aber halt auch mal in den Arsch zu treten. Der gesellige Familienvater, der zuvor als Physiotherapeut bei TuS im Essen gearbeitet hat, fühlt sich privat seit knapp 5 Jahren mit seiner Frau und seinem Nachwuchs so richtig wohl unter dem hohen Staufen. Und auch das berufliche Umfeld passt natürlich ausgezeichnet. In enger Abstimmung mit der sportlichen Leitung und dem Trainerteam steht Sebastian den Frischauf-Profis bei körperlichen Problemen mit Rat und Tat zur Seite. Wir haben uns super eingelebt und uns geht's hier tipptopp. Es ist, denke ich mal, wie überall, es gibt sehr viel, sehr schöne Sachen, auch hier in der Region Alp. Wir sind viel unterwegs mit den Kindern und gibt auf jeden Fall deutlich schlechtere Orte, um zu leben und zu arbeiten. Im Endeffekt haben wir ja hier ein kleines Team mit Christian, Hartmut, Dieter Bubeck und mir. Und wir verstehen uns alle persönlich sehr, sehr, sehr gut, können super offen, super konstruktiv miteinander arbeiten. Und dann gilt es einfach für uns, dass jeder seine Stärken einbringt. Ich glaube, wir haben eine geile sportliche Ausgangslage. Und ja, hinten kackt die Ente. Also jetzt geht's in die entscheidende Phase. Vorher ist halt alles nur viel Gerede, hätte, wenn, wäre. Und jetzt geht's darum, halt die Punkte einzufahren und sein Bestes zu geben. Was am Ende bei rumkommt, werden wir dann sehen. Ich hoffe natürlich, dass das Beste für uns. Zu guter Letzt bleibt natürlich noch die Frage, wie sich unser heutiger Magazingast Josef Saratz bei den langen Reha-Maßnahmen zu Beginn seiner Zeit in Göppingen angestellt hat. Schließlich hat Josef nach seinem Kreuzbandriss während seinen ersten Monaten bei Frischauf fast ausschließlich individuell mit Daddel gearbeitet. Ich habe relativ früh von seiner Verletzung gehört oder auch von einem Spieler ein Video geschickt bekommen, wie es passiert ist. Und war natürlich auch am Anfang so, okay, das ist jetzt kein geiler Einstieg, aber wie es halt so ist, es liegt an uns, was wir draus machen. Und wir haben einfach gleich beschlossen, Dieter Bubeck und ich, ihn hierher zu holen, dass wir einfach unser Glück selbst in der Hand haben und ihn selber einfach auf den richtigen Weg bringen. Wir haben ihn gut abgeholt, haben ganz normal angefangen, einen Reha-Plan zu machen mit unseren Ärzten und haben ihn dann sukzessive auch so viel, dass halt eben das Trainingsspielplan, Sommerpause etc. zulässt, Vorbereitung, auch immer nah an der Mannschaft dran gehalten. Es ist ganz wichtig, dass die Leute nicht isoliert sind, nicht weg sind. Die müssen auch genauso ein Teil von der Mannschaft sein, wie jeder andere Spieler auch. Aber sie müssen halt hart arbeiten und das haben wir mit ihm sehr, sehr gut hinbekommen. Er hat dann zwischendurch auch immer mal wieder ein paar Tage frei bekommen, hat aber trotzdem sich von Testings zu Testings echt super weiterentwickelt, hat alle seine Meilensteine abgehakt und ja, jetzt war ich mehr als glücklich, dass er uns in dem einen Spiel, in seinem Einstieg sogar echt weiterhelfen konnte und ich freue mich schon, wenn ich wieder Sonntag mit ihm an der Platte stehe und ja, wir hoffentlich ein gutes Spiel hinlegen. Das war also der Physio, der Sebastian Däbel, mit dem du am Anfang viel Zeit verbracht hast. Ihr habt viel zusammen trainiert, haben wir vorher schon mal angesprochen. Er war wichtig für dich am Anfang, oder? Ja, wir hatten viel gearbeitet und er hat mir viel geholfen. So, ja, das war gut. Genau, hat gut gepasst bei euch beiden. So, jetzt kommen wir zu unseren Rubriken. Die erste ist, wir fragen nach dem Frühstück von dir. Frisch auf den Tisch, auf den Frühstückstisch. Was isst Josef Saratz zum Frühstück? Und ist es ein Unterschied, ob du Spieltag hast oder kein Spieltag? Isst du da was anderes?
Wenn ich habe Training, usually nur Shake mit Milch, Banane, Müsli und Whey. Wenn ich habe Spiel, Frühstück ist Eier, Brot und Kaffee. Da muss es dann ein bisschen deftiger sein, wenn Spiel ist, um die Power zu bekommen. Ja, sehr gut. So, dann kommen wir zum Camper-Trick. Wir haben drei Sätze. Ich lege dir vor und du campermäßig machst den Schluss dann hinten dran. Also starten wir. Das fragt man bei jedem. Ich trage die Rückennummer 13, weil? Mein Pate hatte diese Nummer, so das ist. Du hast die übernommen, genau, sehr gut, sehr schön, familiäre Geschichte also. Dann am zweiten war, wie war das Gefühl, du hast vorher schon mal angedeutet, aber wie war das Gefühl bei diesem Treffer gegen Leipzig zum 27:27 hier in der EWS Arena vor Zuschauern? Ja, es war super, aber auch es war a little bit funny because I stole the ball from Crescia. So. Genau, du hast Crescia den Ball ein bisschen mit weggenommen. Hat er sich nachher beschwert? Nee, hat er nicht. Es war okay für ihn, ja, oder? Weil du es gemacht hast. Wenn du nicht getroffen hättest, was wäre dann gewesen? Wenn du nicht getroffen hättest, wäre es ein Problem. Das Problem, ja. Genau, aber du hast ihn reingemacht. So, und dann noch der letzte Satz. Meine freien Tage in Göppingen. Wo verbringst du die? In der Stadt Kaffee trinken, ein bisschen mit Freunden und das alles. Manchmal geht in der Nähe von Göppingen, aber usually in der Stadt. Genau, und ihr seid ja eh so eine Mannschaft, das habe ich schon mitbekommen. Kaffeemaschine ist für euch in der Mannschaft sehr, sehr wichtig, richtig? Ja, das ist sehr wichtig. Die brauchen wir immer, die läuft auch ständig. So, damit sind wir durch. Jetzt kommt noch mal die Gewinnspielfrage. Da muss ich mich korrigieren zu vorhin. Ich habe was vergessen. Wir haben ja zwei Heimspiele jetzt und es gibt also quasi sogar dreimal zwei Tickets für jedes Spiel, also fürs Heimspiel gegen Hannover und fürs Spiel gegen Minden. Wenn Sie folgende Frage beantworten können, dann schreiben Sie uns die Antwort, schicken Sie die uns per Mail und dann können Sie vielleicht dabei sein bei einem der nächsten Spiele. Die Frage ist ganz einfach, wir haben gerade über den Treffer gesprochen. Josips erstes Tor in der Handball-Bundesliga hat er erzielt gegen Leipzig. Gegen welchen Verein denn in Leipzig? Ist, ja, für Sportkenner, glaube ich, ganz einfach. Ist es A, RB Leipzig oder B, der SCDHFK Leipzig? So, schreiben Sie uns und wie gesagt, mit ein bisschen ja, Glück, losen wir sie aus und dann sind Sie demnächst hier beim Heimspiel dabei. Damit sind wir eigentlich durch. Jetzt habe ich noch zwei Fanfragen, die darf ich ablesen. Jetzt kann ich auch mal meinen versteckten Zettel hier mal vorholen. Einmal ist es die Gugge 77. Die will von dir wissen, wer ist dein Zimmerpartner, wenn ihr unterwegs seid? Und wer ist dein bester Kumpel im Team? Mein Zimmerpartner ist Crescia. Und bester Kumpel ist, keine Ahnung, alles. Passt ganz gut mit allen, ja, oder? Mit alles. Alles sind super für mich. So. Natürlich, ich bin mehr mit Trio, diese Crescia, Zele und Urha, aber alles ist gut Kumpel und ja. Genau, jetzt kommt noch die nächste Frage von der grün-weißen Petra, oder ja, grün-weiße Petra nennt sie sich. Wie schmeckt dir die schwäbische Küche? Was ist dein schwäbisches Lieblingsessen? Kennst du dich da so ein bisschen aus? Das sind ja so Maultaschen, Kartoffelsalat oder ich weiß nicht, was magst du? Ja, Kartoffelsalat ist gut, aber ich mag Spätzle so viel. Spätzle, schönes Fleisch noch dazu und Spätzle mit Soße passt, oder? Ja, in der Stadt, wir haben ein Restaurant mit Spätzle und Steak, es ist super. Sehr gut, kenne ich auch so, liebe ich auch, sehr, sehr schön. So, damit sind wir durch. War es schlimm? Nee, ging einigermaßen, oder? War okay, das meiste, war ich langsam genug oder war ich ab und zu schnell? Manchmal. Manchmal war es so schnell, aber es ist gut. Okay, damit sind wir durch. Letzte Frage habe ich aber noch und die ist ganz, ganz wichtig. Die nächste Ausgabe. Wer wird da Gast sein? Hast du dir schon jemanden überlegt, wer der nächste Gast ist bei uns hier in der Sendung? Nächster kann Gast hier, who comes here? Nächster Gast ist Mr. John Anderson. Nehmen wir John Lindekron. Echt, sollen wir ihn nehmen? Ein netter Kerl, oder? Super Typ.
Ja, er ist der Geile. Ja, auch ein witziger Typ, finde ich. Also der wirkt immer so ruhig, aber der hat einen guten Witz. Er hat sehr guten Humor, oder nicht? Ja, er hat so gut Humor und natürlich super. Er ist joking all the time and always. He is positive, so. Genau, diesen positiven Kerl, den haben wir dann beim nächsten Mal in der Sendung. Vielen Dank, Herr Sarraz. Hat viel, viel Spaß gemacht. Dir weiterhin eine gute Zeit hier. Ab jetzt wollen wir dann immer, dass es mehr und mehr Einsatzzeit wird. Und die Quote mit über 80% beim Torwurf, die behältst du einfach bei. Wird schwierig, aber die behältst du bei. Das war's mit dem Almendinger Handballmagazin. Vielen Dank, Josef. Bis zum nächsten Mal mit Jon. Alles schnell, fair, Almendinger, Ihr Spezialist für CNC-Maschinen.